sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Mit dem Wochenspruch für diese Woche begrüße ich Sie und euch ganz herzlich zu unserer Andacht am Himmelfahrtstag. Und da wir ja vom Himmel reden an dem Tag, gehen wir jetzt auch raus bei dem wunderbaren Wetter, das wir haben, und betrachten den Himmel draußen. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Ja, liebe Gemeinde, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, haben wir gerade in der alten Erzählung von der Himmelfahrt Jesu, wie es heißt, gehört. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Diese wunderbare Botschaft, die bestärkt uns gerade in diesem Jahr am Himmelfahrtstag. Der Heilige Geist verbindet uns, auch wenn wir jetzt körperlich nicht nah beieinander sind. Der Heilige Geist stärkt uns, auch in dieser Zeit, ja, die Botschaft weiterzugeben und Menschen nahe zu sein. Himmel und Erde sind eng verbunden. Wunderbar finde ich die Erkenntnis, dass Gott nicht im Himmel ist, sondern dass der Himmel da ist, wo Gott ist. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen und wünsche ich euch viele Augenblicke, wo ihr das erfahrt. Himmlische Momente, wo Gottes Liebe wahrnehmbar wird. Dafür stärke uns Gott und ermutige uns. Amen. Lasst uns Fürbitte halten. Lebendiger Gott, stärke unseren Glauben, stärke unsere Verbundenheit durch den Geist, mit dem du uns verbindest.
Lass uns Menschen nahe sein, gerade in diesen Wochen, die alleine sind. Gib uns die Kraft, sie zu bestärken mit dem Glauben, der uns verbindet, mit der Verbindung von Himmel und Erde. Und wir bitten dich für unsere Welt, dass sie durch diese Pandemiekrise kommt, dass Menschen zueinander halten und füreinander einstehen. Und gib denen, die Verantwortung tragen, und denen, die an einem Impfstoff forschen, weiterhin Kraft und Zuversicht. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Seien Sie behütet heute am Himmelfahrtstag. Jetzt hören Sie noch einmal Musik mit Michael Bird in unserer Kirche.